Hallo, meine Guts und herzlich willkommen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Jasmin, meine ich Lust und zeitab bin ich kreativ. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euch ganz einfach und schnell so ein süßes Taschentuchtäschchen selber nähen könnt. Genau. Das Ganze könnt ihr im Grunde auch mit der Hand nähen, wenn ihr jetzt nicht gerade eine Maschine vor Ort habt. Das ist gar kein Problem, denn so groß ist das Ganze ja nicht. Und ja, ich habe das jahrelang, beziehungsweise nicht jahrelang, aber doch immer mal wieder gemacht, bevor ich mir eine Nähmaschine zugelegt habe. Das heißt, das ist also auch möglich, das mit der Hand zu nähen. Ich zeige euch jetzt mal, was ich noch so genäht habe, denn ich habe mir für mein Auto ein paar Sachen genäht, unter anderem so ein süßes Duftsäckchen. Die riechen ja und düften immer durch das ganze Auto. Das riecht immer so schön. Da gibt es verschiedene Düfte, das kennt ihr bestimmt. Ich klaue mir immer aus diesen Säckchen, die es so fertig zu kaufen gibt, einen Duft, beziehungsweise kippt mir das immer mit einem Trichter in meinen Beutel rein, nähe das Ganze oben zu. Und das riecht wirklich schön durch den Raum oder durch das Auto in meinem Fall. Genau, und unter anderem habe ich noch passend ein Schlüsselband genäht. Da kommt mein Autoschlüssel ran. Und ja, mir gefällt das ganz gut, dass es alles schön zusammenpasst. Genau. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Und ja, ich hoffe, ihr näht auch so ein Taschentuch-Täschchen nach. Das ist auch übrigens eine ganz schöne Geschenkidee. Alle drei Sachen, wie ich finde. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Und zwar benötigt ihr zwei verschiedene Stoffe, einen Außenstoff, einen Innenstoff. Ich habe hier jetzt ein sehr dickes Vlies ausgewählt, aber das finde ich sehr schön. Das gibt dem Ganzen natürlich ein bisschen mehr Stabilität. Das A und O ist beim Nähen natürlich das Bügeln. Das Ganze mache ich immer als allererstes, damit das Zuschneiden ein bisschen einfacher ist, weil der Stoff natürlich dann schön glatt ist. Als erstes habe ich mir zwei Schablonen gebastelt aus Pappe. Und zwar für das Innenfutter benötigt ihr eine Stoffgröße von 15 mal 21 cm und für den Außenstoff 15 mal 17 cm. Dann habe ich mir die Schablone für das Außenmaß mit den Maßen 15 mal 17, also das kleinere Stück, bereitgelegt und habe das Ganze erstmal angezeichnet. Ich nehme jetzt hier einfach nur einen Kugelschreiber. Ihr könnt dann natürlich auch andere Stifte nehmen. Es gibt ja extra Stifte, die für Stoffe geeignet sind. Dann habe ich das Ganze ausgeschnitten. Ja, wer natürlich besser ausgestattet ist als ich, der kann natürlich auch einen Rollschneider nehmen. So sieht das Ganze jetzt aus und jetzt mache ich mich an das zweite Stück und lege die große Schablone mit den Maßen 15 x 21 auf meinen Filzeimer drauf und schneide mir das auch nochmal zu. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt legt ihr beide Stoffe, das heißt die schöne Seite auf die schöne Seite, einmal aufeinander. Das Ganze solltet ihr euch dann feststecken und jetzt nähen wir einmal die erste Naht einmal hier runter. Das Ganze nähe ich jetzt Nähmaschinenfüßchen breit, das heißt, dass das Nähfüßchen direkt an der Stoffkante liegt. Und ja, denkt daran, dass ihr vor und zurück näht, damit die Naht nicht aufgeht. Und genau dasselbe auch am Schluss noch einmal vor und zurück. Und jetzt wird natürlich noch der Faden einmal abgeschnitten. Und jetzt nehmt ihr euch als nächstes den Außenstoff und legt das Ganze ganz oben an den Rand. Es ergibt gleich so ein bisschen einen kleinen Bogen, aber genauso soll das einmal aussehen. So soll das jetzt weitergehen, indem ihr euch das Ganze festgesteckt habt. Und somit nehmen wir uns die zweite Naht einmal. Genau dasselbe wie eben auch. Vor und zurück. Nicht vergessen beim Anfang und am Schluss nochmal. Und natürlich dran denken, dass ihr euch die Nadeln einmal vorher entfernt. Ja, so sollte das jetzt aussehen. Es kann natürlich sein, dass bei euch nicht ganz wie so eine Wippe aussieht, weil ihr vielleicht dünneren Stoff genommen habt, aber das Ganze wird jetzt einmal schön gewendet. Wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr jetzt den schönen Stoff einmal oben sehen können. Genau. Und jetzt wird das Ganze gleich nochmal gebügelt. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das in etwa gleich aussieht. Und zwar solltet ihr jetzt nicht nur den Außenstoff sehen, sondern am Rand, wie ihr seht, den dunklen grauen Stoff in meinem Fall. Und die beiden Ränder sollten auf jeden Fall auf beiden Seiten gleich breit sein.
Jetzt nähe ich mir noch mal ganz knappkantig auf meinem schönen Stoff, das heißt also auf dem Außenstoff, eine Naht einmal entlang, und das mache ich auf beiden Seiten. Jetzt nehmt ihr euch den Stoff und faltet das beides einmal so zusammen, dass die beiden Stoffenden aufeinander stoßen, quasi wie bei so einer Tapete. Genau, und jetzt näht ihr euch einmal hier entlang. Das habe ich jetzt schon erledigt und jetzt mache ich die andere Seite nochmal fertig und dann geht's weiter. Jetzt sind wir auch schon fast am Schluss. Bevor wir das Ganze gleich wenden, müsst ihr nochmal am Ende des Stoffes die beiden Enden einmal so ein bisschen kürzen, damit das Wenden nachher leichter ist. Und das Ganze machen wir jetzt einmal. Ist ein bisschen knuffelige Arbeit, weil das Filz sehr, sehr dick ist in meinem Fall, aber es geht. Achtet schön darauf, dass die Ecken auch schön ausgeformt sind, denn die Ecken sollen ja auch wirkliche Ecken sein. Und so sieht das Ganze aus. Und mit Taschentüchern gefüllt sieht das Ganze so aus. Mir gefällt es richtig gut. So, meine Guten, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit meinem Taschentuch-Täschchen-Video. Und ja, vielleicht näht ihr euch das Täschchen jetzt nach. Ich würde mich darüber sehr freuen. Vielleicht schreibt ihr einfach mal ein, zwei Zeilen in die Kommentare, ob ihr so ein Täschchen nachgenäht habt. Ich würde mich sehr freuen. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.